Die Sparkasse Koblenz präsentiert den regionalen Gründerpreis 2018. Sieger in der Kategorie Schüler ist das Team Verschnitt von der Julius-Wegeler-Schule Koblenz. Herzlichen Glückwunsch! Wir haben das im Rahmen unseres Moduls Existenzgründung gemacht. Und da war die Aufgabe, ein fiktives Unternehmen zu gründen. Und dann haben wir die Weinbar Verschnitt gemacht, weil das auch in unserem Rahmen so liegt. Wir machen ja alle Hotelbetriebswirt. Und dann sind wir alle so in diesem Thema involviert und kennen uns damit aus. Wir haben am Anfang zum Existenzgründerpreis hatten wir 9 Aufgaben bekommen. Die 9 Aufgaben haben wir dann dementsprechend aufgeteilt, da wir 5 Gründungsmitglieder waren oder sind. Und jeder hat natürlich seine Stärken und Schwächen und die haben wir dann versucht, zu den jeweiligen Aufgaben aufzuteilen. Den Namen Verschnitt haben wir gewählt, weil wir als Weinbar halt irgendwas nehmen wollten, was schon so im Namen widerspiegelt, dass wir eine Weinbar sind. Und ich meine, Verschnitt ist der Cuvée quasi, das ist ein Fachbegriff aus dem Ganzen. Cuvée klingt allerdings ein bisschen zu sehr hochgestochen und weckt vielleicht Erwartungen, die wir gar nicht wecken wollten. Deswegen haben wir uns für Verschnitt entschieden, weil wir keine Weinbar im klassischen Sinne sind, weil wir kein Musiklokal im klassischen Sinne sind und auch kein Kunstcafé, sondern halt ein Verschnitt aus alledem. Wir machen alles und von allem das Beste. Wir wollten eine Weinbar machen, die aber jetzt auch nicht dem Standard entspricht, wie jeder sie kennt. Sondern wir haben uns natürlich auch in der Gegend hier umgeguckt in Koblenz, weil wir es auch in Koblenz machen wollten. Und haben gesehen, dass es keinen Konkurrenten gibt, der das gleiche Angebot hat wie unser Unternehmen. Und haben da halt die Lücke gefunden und sind von der klassischen Weinbar auch ein bisschen abgewichen mit den Veranstaltungen nebenbei, weil wir den Gästen halt auch noch was bieten wollen außer Wein. Viele Infos, vieles zum Zusammenarbeiten haben wir halt über unseren Coach Herrn Etzkorn und über unseren Partner aus der Industrie, den Herrn Gerhards, gewonnen. Der hat nun mal ein Restaurant und hat in seinem Leben sogar schon mal eine Weinbar betrieben. Da war es dann halt relativ einfach, nützliche Tipps rauszufiltern, weil der hatte doch einiges an Erfahrungen, die er mit uns teilen konnte. Und ja, dann haben wir geguckt, dass wir das Beste daraus machen. Wir haben ja auch Musik, Literatur und Wein. Das sind so unsere 3 Unterpunkte. Wir wollen neben dem Wein natürlich auch Veranstaltungen anbieten, Weinverkostungen in Kooperation mit den Winzern, Vorlesungen, Konzerte. Und wir hätten im Bühnenbereich einen großen Sitzbereich, eine große offene Bar mit großen bodentiefen Fenstern und natürlich eine Terrasse draußen. Ich habe schon einige Gruppen begleiten dürfen und diese Gruppe war dieses Jahr so selbstständig und so autark unterwegs, dass ich oft zu ihnen gesagt habe, ich fühle mich fast überflüssig als Coach, weil die selbstständig das ganze Projekt angegangen sind, nur punktuell mit komplexen Fragen kamen, die wir punktuell abgearbeitet haben. Es ist sehr interessant im Hintergrund zu halten, dass man es machen könnte und ja auch scheinbar nicht schlecht machen würde, wenn man es denn machen wollte.